In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo, ihr Lieben. Wir waren schon draußen, haben. Wir waren bei Ernstins Family. Ich habe euch ja gesagt, dass ich für die ein paar Sachen bestellt habe. Aber ich habe fast die Hälfte wieder zurückgegeben, weil erstens habe ich für Lia was in Größe 56 bestellt gehabt, so ein Minimaus-Strampler, und das war mir dann doch zu klein. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt eh genug. Warum soll ich jetzt nochmal unnötig Geld ausgeben? Und Lina hat 2 Zauberstäbe bekommen. Die waren dann pro Stück für 1,50 reduziert. Moment, ich stelle euch mal ganz kurz ab. Wir wollten nämlich Eis essen. Ich mache hier jetzt kurz 2 Kugeln. Oder ist mit seinen Freunden draußen. Und ja. Ach, Scheiße. Ach, das ist so schwer damit. Mein Gott. Ach, übrigens habe ich bald eine mega geile Verlosung für euch. Und zwar gibt es bald eine Babytrage zu gewinnen für euch, für die Mamas unter euch. Ich weiß, wie teuer diese Dinger sind. Und diese Babytrage hat einen Wert von 100 Euro. Und ich freue mich, dass ich das an euch verlosen darf. Geht ganz, ganz bald los. Ich warte nur noch auf die Bestellung, weil ich euch die zeige und vorstellen werde. Und danach könnt ihr die gewinnen. Ich hoffe, ihr freut euch. Also ehrlich gesagt wurde mir gesagt, würdest du auch gerne die Babytrage testen? Ich hätte auch ja sagen können. Aber ich habe dann gesagt, ich habe jetzt schon 2. Und das ist dann halt, ne, nicht so authentisch, wenn ich jetzt noch eine dritte vorstelle. Ist auch nicht schön. Ich meinte aber, wir können die gerne zusammen verlosen. Und die waren dann auch direkt einverstanden damit. Und ich freue mich, wenn ich euch glücklich machen kann. Weil ihr unterstützt mich schon seit Jahren. Und wenn ich dann sowas verlosen darf mit der Firma zusammen, dann freue ich mich umso mehr. Jetzt zeige ich euch aber mal kurz unsere Bestellung von Ernstings Family. Moment. Ach so, die Babytrage ist übrigens auch nicht alt, ne? Die ist noch neu. Also die ist noch neu rausgekommen. Aber seht ihr alles dann. Ich zeige euch die erst im Vlog und dann gewinnt ihr die selber auch. So, erstmal hat Lina diese Tüte mitgenommen. Bei Ernstings Family. Sie hat jetzt Geschenke bekommen, da braucht sie auch eine Tüte. Das hat jetzt pro Stück 1,50 gekostet. Das leuchtet so. Ja. Sie mag momentan dieses Hokuspokus total. Deswegen hat sie das auch bekommen. Eine Mäuschen. Oh. Ich fühle mich so fett. Wie so ein Walross. Dann hat sie dieses Oberteil bekommen. Das hat 3,50 Euro. Ich glaube, es hat sogar 1,99 gekostet. Hier steht noch der alte Preis drauf. Die Arme sind so ein bisschen, wie nennt man das? Sieht halt so aus. Ich hatte noch voll viele andere Oberteile bestellt. Nur das Problem ist, dass Ernstings Family momentan diese Schnürungen und so hier hat. Und das sieht echt nicht schön aus, wenn die das anhat. Ich habe ja letztens eins gekauft und ich bereue das total, dass ich das gekauft habe. Dann Leute, wenn ihr noch nicht bei dieser 50% Aktion mitgemacht habt, dann macht das bitte. Ich habe diese Hose bestellt für Lina. Das hat auch nur die Hälfte gekostet. Die ist von innen so, so schön gefüttert. Also wirklich, die ist perfekt für den Winter. Ich überlege mir auch, ob ich noch ein paar bestellen soll davon. Die ist so schön gefüttert, die Hose. Die hat auch nur 3,50 gekostet. Und eine gefütterte Hose findet ihr nicht so viel billig. Und ich liebe diese Hosen an Lina, diese Jeans. Traggins. Dann steht sie ja momentan voll auf Minimaus und auch Todels und blablabla. Das hat auch 3,50 gekostet. Die ist jetzt ein bisschen größer, das ist 110, aber ist ja nicht schlimm. Sie kann das ja auch im Frühling anziehen. Dann habe ich für mich 2 Hosen bestellt. So Haremshosen. Nur das Problem, da stand 36, 38. Und Leute, das fällt aus wie eine 40, 42. Und ich habe den Kassenzettel weggeschmissen. Ich Vogel. Schaut mal. Ich muss jetzt mal schauen,
Die ist auch voll breit unten. Wie ich das mache. Aber fürs, ich finde, fürs Krankenhaus geht's noch. Ich habe die jetzt noch nicht anprobiert. Aber oh, dann meinte ich, ich wusste, dass die dir zu groß sein werden. Und für die, die sagen, ich trage XL, nope. Ich trage wirklich, also bei den Hosen trage ich 38, aber bei meinen Oberteilen habe ich immer große S. Es sei denn, es fällt kleiner aus, dann kaufe ich mir eine M. Die haben übrigens 2,99 € gekostet und früher haben sie 15 € gekostet. Also für so eine Hose würde ich niemals 15 € zahlen. Und was ich total schön fand hier, diese Stickerei. Ja. Ich sehe gerade hier unten, ist sie elastisch, aber so breite Beine habe ich jetzt nun auch nicht. Ja, mal schauen. Ich muss bald meinen Koffer packen. Aber das mache ich erst, wenn wir bei DM waren und eingekauft haben. Das müsste ich eigentlich auch diese Woche machen. Vielleicht mache ich das auch mit meiner Mama zusammen. Mal schauen. Ich finde, sie kennt sich da besser aus. Ich will jetzt nicht auch damit schleppen. Und, also der würde natürlich mitmachen, aber ich wollte nicht bei DM, sondern bei Rossmann einkaufen, weil ich da momentan einen 10% Gutschein habe. Und ja. Genau, sonst haben wir eigentlich nichts gekauft. Wir haben nur die Sachen gekauft. Und ich hatte noch eine Bestellung, die ist aber noch nicht da gewesen. Und für die Sachen insgesamt habe ich, glaube ich, 15 € bezahlt, alles zusammen. Ich finde, das geht voll okay. Also voll klar. Und Lina denkt die ganze Zeit, ihr Arm ist wieder ausgekugelt, weil ihr Arm eingeschlafen ist. Und das seit 4 Stunden. Sie bewegt sich ab und zu so, ne? Und draußen auch, als wir draußen waren. Aber jetzt, wo wir wieder zu Hause sind... Hallo! Was willst du denn? Da! Was denn, Schatz? Da! Den Teller? Nein, da! Das ist da. Willst du Feuchttücher? Nein! Ach so, soll ich das dahin tun? Ja! Darf ich essen? Nein! Bin hier blimmi? Nein! Besser hier drinne? Seht ihr das? Ihr linker Arm tut angeblich weh. Tut aber nicht weh. Ich kenne mein Kind. Was guckst du da? Das hast du aufgenommen. Sie guckt meinen Geburtsbericht. Du zeigst ja deine Elsa-Schuhe, ne? Ja, du so. Ja. So, wir sind jetzt im Aufzug. Und fahren zur Obi, weil unser komplettes Licht in der Küche funktioniert nicht mehr. Aber vorher gehen wir kurz in den Keller, weil ich will wieder den Kellergeruch riechen. Genau, ihr kennt das ja jetzt mittlerweile. Und ich brauche wirklich nur diese 2-3 Sekunden. Ich das reinziehe und dann ist gut. Lina, warte, nur riechen. Ihr seht es schon, mal meine Mutter gleich nochmal. Das riecht so gut. Ich liebe das. Aber jetzt zum Beispiel riecht es nicht mehr so stark. Okay, jetzt können wir wieder. Oh, ich liebe diesen Geruch. Ich weiß nicht warum. Es ist krank, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt endlich wieder helles Licht. Und unser Paket ist da von Julius Zöller. Ich zeig euch das mal kurz. Oh, der war jetzt gerade total begeistert. Und zwar haben wir einmal ein Nestchen, so eine Nestchenschlange. Das ist Baumwolle, Kopfschutz fürs Babybett, schönes Accessoire zum Spielen und Kuscheln, Schutz vor Zugluft an Türen und Fenster. Die Länge ist jetzt 1,80, also richtig groß und Durchschnitt 14 cm. Sehr, sehr schöner Stoff. Das ist so ein Waffelpeak und das hat auch so ein Waffelmuster, sieht man, ne? Richtig schön. Ich stelle das mal kurz hier hin. Und danach haben wir uns noch so eine Babybettwäsche geschickt aus Baumwolle. Das ist einfach so eine Bettwäsche, die sieht so, ich will das jetzt nicht aufmachen, weil wir das noch nicht benutzen werden. Ich zeige euch das aber einmal so. Das ist einmal so eine Bettwäsche mit Kissen und so Hasenöhrchen, richtig schön. Das ist übrigens deutsche Handarbeit. Das ist jetzt 40-60 cm, das ist der Kopfkissen und 100 x 135 cm
die Decke. Auch 100% Baumwolle. Dann, total süß, haben die für Lia auch so einen Bär geschickt. So einen Kuschelbären. Sieht total süß aus. Den könnte man auch sehr gut als Kissen benutzen. Und sobald Lia den sieht, wird sie den bestimmt haben wollen. Oh, ich hasse diese Kackfliegen, die mal reinfliegen. Genau, einmal das. Also sie haben uns ein riesen Paket geschickt. Dann haben wir hier eine Jersey-Decke. Premium. Das ist jetzt in der Farbe. Was ist das für eine Farbe? So nicht pink, so pink-lila, rosa-lila. Genau, das ist jetzt auch 100 x 120 cm. Das ist komplett ausgestattet. Dann ist hier noch ein Schlafsack drin, zweiteilig. Also man kann den hier abmachen und nur das benutzen, also den Schlafsack oder andersherum. Der ist auch riesengroß. Welche Größe ist das? 68, 74. Ist aus Baumwolle. Und auch, also das könnte jetzt auch ein Junge tragen. Ist auch 100% Baumwolle. Innensack einzeln verwendbar. Schlafsack mit Innensack. Und 100% atmungsaktive Baumwolle. Auch richtig schön. Was ich auch richtig schön finde, dass sie das so liefern. Das heißt, das könntest du direkt so in den Schrank hängen und sobald das Baby da ist, dann waschen und... Ja, was ist das für eine Fliege? Ja, toll. Ja, dann haben wir hier so eine Molton-Einlage. Das wollte ich für das Babybett. Ja, ist kochfest, hygienisch, 100% Baumwolle auch, saugfähig und besonders weich. Das ist jetzt die Größe 80x80. Und das ist ein Dreierpack sogar. Ich dachte, da ist nur eins drin. Da sind dann drei Stück drin. Das ist auch perfekt. Ich verlinke euch übrigens die Seite unten in der Infobox. Dann haben wir hier einmal ein Spannbettlaken. Auch in der Farbe wie die Bettwäsche. Ich denke mal, damit das auch passt. Sieht richtig schön aus. Ich kann jetzt ne, ein Mädchen und einen Jungen benutzen. Das ist Größe 70 x 140 oder 60 x 120. Ist auf jeden Fall elastisch. Ja. Ich überlege gerade. Ich zeige euch das jetzt, aber. Ich überlege, ob das bei uns ins Bett passt. Wir haben ja so einen runden. Ja, so ein rundes Kinderbett. Ja, und das letzte ist eine Betteinlage, so eine wasserdichte. Und das habe ich ehrlich gesagt, das ist sowas, wollte ich sowieso für Lina haben, wenn sie trocken wird, dass man das unter sie legen kann. Und wenn sie was macht, dass das hier landet und nicht auf der Matratze. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mit so vielen Sachen habe ich nicht gerechnet. Ehrlich gesagt, kamen für mich die zwei in Frage und die haben uns komplett ausgestattet mit so vielen Sachen. Das ist echt nicht selbstverständlich. Wirklich nicht. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Echt. Audrey hat sich sehr gefreut. Ihr müsst jetzt mal seinen Blick sehen. Also der hat die Tür aufgemacht und der Postbote meinte, ihr habt ein Riesenpaket bekommen. Und auch, ich meinte dann, vielleicht sind das die Decken. Also die Decke, ich hatte das auch wieder gezeigt, weil wir vorher Fotos bekommen haben. Und der hat dann direkt das hier oben aufgemacht und geguckt, wie die Qualität sind. Der meinte, richtig schön und geil. Ja, ich packe das jetzt alles nach oben. Und dann werden wir das testen, sobald die kleine Maus da ist, ne? Richtig schön auf jeden Fall. Ich freue mich so sehr, wenn sie da ist. Ach ihr Lieben, ich wollte euch übrigens noch sagen, unter dem Video, also unter Linas Geburtsbericht, hat jemand geschrieben, dass ihr nahe Umfeld ihr total Angst macht mit der Geburt und so. Leute, habt keine Angst vor der Geburt. Klar, das ist leicht gesagt. Ich hatte Angst vor der Einleitung, nicht vor der Geburt. Ich hatte Angst vor dem Wehentropf, weil man so viel hört.
Und das mit der PDA dachte ich mir, das tut bestimmt voll weh. Aber nein, das ist nur ganz kurz so ein, als ob du so einen kurzen Stromschlag bekommst. Und der ist auch ganz leicht. Also, ne, das geht nur 2-3 Sekunden. Und dann weißt du, okay, der hat angeschlagen, die PDA. Und dann sagt sie zu mir, ich habe einen Tag, nicht mal 24 Stunden alt war Dalina. Und dann sagt sie eiskalt zu mir, du hast aber noch einen dicken Bauch. Dann dachte ich mir so, Alter, wie sah denn dein Bauch auch aus, als du entbunden hast? Und dann hat meine Mutter auch natürlich eingegriffen. Und bei sowas denke ich mir halt einfach deine Klappe oder komm nicht ins Krankenhaus. Ehrlich. Solche Menschen sind echt ekelhaft. Also, solche Menschen sollen einen einfach im Krankenhaus nicht besuchen. Vor allem, man weiß genau, dass diese Frauen gerade entbunden haben, sowieso sensibel sind, da muss nicht so ein Satz raus. Dann will ich lieber gar keinen Besuch und gut ist. Ja. Manche haben echt keinen Anstand, wirklich. Also scheiße auf die Leute, die euch irgendeinen Scheiß erzählen. Es kommt bei jedem anders und nicht jeder fühlt gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen macht euch da gar keinen Kopf, keine Gedanken. Ich kann die PDA von meiner Seite nur von meiner Seite aus nur empfehlen und würde es auch immer wieder tun. Und hoffe auch, Lina hat gekackt. Nein. Naja, ich wechsle mal kurz ihre Pampers und dann gehen wir aber auch wirklich einen Mittagsschlaf machen. So ihr Lieben, wir haben jetzt schon etwas später. Ich habe gekocht. Wir haben auch gegessen. Ich zeige euch das mal kurz. Auf Instagram haben sehr viele nach dem Rezept gefragt. Sieht das immer noch so appetitlich aus? Ja, eigentlich schon. Also ich habe jetzt Zwiebeln angeröstet mit Geflügelfleischwurst. Also diese Geflügelfleischwurst war mit Paprika. Danach kommt Schlagsahne rein, eine Packung. Und danach kommt Schmelzkäse rein. 3/4 von der Packung kommen da rein. Und dann wird es aufgekocht. Dann kommt Gouda rein, so viel ihr wollt. Pfeffer und Salz. Bei Salz müsst ihr aufpassen, weil der Gouda ja schon gesalzen ist. Ich bin so... Heute war echt nicht mein Tag. Ich bin total... also ich krieg kaum Luft. Ich weiß nicht warum. Ja, Lina baut jetzt noch ihr Elsa-Puzzle zusammen und dann geht sie auch schlafen. Und ich muss jetzt Lina schlafen bringen, weil wir wollten mit Hakan einen Film gucken. Der ist übrigens hier. Wie heißt der Film? Halloween? Ja. Ja, Halloween Teil 1 und Teil 2. Morgen bringen wir Linas alten Kinderwagen hoch und verkaufen den. Wir müssen den nur sauber machen, weil morgen haben wir 26 Grad. Dann trocknet das noch schnell. Ja, Schatz. Willst du das zeigen? Bitte schön. Hier ist wegen der Kamera, Lina. Was machst du? Aber. Hältst du da jetzt? Ja, aber du. Ne? Ja, das. Ja, hast da, du tut. Und da ist der Dodo. Da ist der Dodo. So, Lina, jetzt kann was wechseln und schlafen. Hi. Nein, nicht hi. Tschüss, musst du sagen. Nein, da, Dodo. Nein, das reicht dann nicht. Morgen machen wir weiter, okay? Nein, die Alter, du. Ja, mach das kaputt, dann gehen wir schlafen, Hadi. Nein!